So, und wir machen weiter. Hab mal eben einen Cut gemacht. So, erstmal gucken, was hier noch abgeht. Da sind die Videodateien nicht zu groß, ne, zum Schneiden. Werkbänke freigeschaltet, jawoll. Ja, wissen wir alles, kennen wir alles. Bringen wir das zurück zur Werkbank. Schläfchen. Nichts zum Drücken. Ne. Okay. Gute Gelegenheit, mir meine Ausrüstung genau anzuschauen. Ja. Drücke Y, um eine Vorschau der verschiedenen Kampfstile auf der Werkbank anzuzeigen. Ist der Doppelklingenkampfstil ausgewählt, werden beide Klingen genutzt, was dem gesamten Lichtschwert entspricht. Ist der Zwei-Schwerter-Kampfstil ausgewählt, werden beide Klingen unabhängig voneinander genutzt, was beiden Hälften des Lichtschwerts entspricht. Okay. Haben wir denn überhaupt schon irgendwas? Ich glaube ja, ne? Irgendwas haben wir doch eingesammelt. Warte mal. Ja. Gleich mal hier und. Geduld. Jawohl, nehmen wir Geduld. Da haben wir nichts. Haben wir auch noch nichts. Auch noch nicht. Aber hier. Dass beide Seiten gleich aussehen. Okay. Materialien. Oh. Weiches Falumpaset-Leder. Okay, benutzen. Klinge. So, lila ist ja so. Finde ich ja schon cool, ne? Oder violett. Nehmen wir Sollen violett. wir damit losziehen? Jawollo. So. BD1, was machen wir mit dir? Ich sehe jetzt keinen Unterschied. Ah, doch, ein bisschen schmäler, ne? Oh ja, mach. So, was haben wir hier? Noch einen anderen Kopf. Oh ja. Können wir so ersatzteillagermäßig bauen. Körper. Hehe. Beine. Schwing. Cool. Darauf bin ich ziemlich stolz. So, halt Material, können wir mal gucken. Was endet? Leck. Ach, Legende. Ende leck. Ja, primär. Oh ja, hier mal so ein Kampfroboter-mäßig. Lorbeergrün. Polieren, das muss glänzen. So. Sekundär. Ach da, okay. Ja, nehmen wir mal Bronze. Bronze. Akzentfarbe. Ja, rot ist ganz cool. Zustand. Makellos. Gut erhalten. Getragen. Gealtert. Uralt. Ja, machen wir mal. Gucken, wie Neuer es dann Look für aussieht. dich, BD. Aber du bleibst Sieht der gut aus. Alte. Kampfstile, ja. Komm, Doppelklinge bin ich eigentlich. Finde ich ganz cool. Zwei Schwerter. So, Stärke ist besser, Geschwindigkeit ist besser. Reichweite nicht. Verteidigung auch nicht so. Okay, Verteidigung wäre mir schon.
relativ wichtig. Okay, wir bleiben bei, der Doppelklinge. Okay. Wir haben es fast geschafft. Gehen wir zum Cockpit. So. Kein Fähigkeitenpunkt. Kurz speichern. Und Energie auffüllen. Da ist doch noch was. Reflektieren. Sowas habe ich seit meiner Zeit auf dem Schrottplatz auf Bracker nicht mehr benutzt. Prof hat sie mir gegeben. Na, war der Streamer? Cordovas Werkzeugkasten von Bogano. Das meiste ist wahrscheinlich noch drin und wartet auf jemanden. Die Federn dieses Shio-Vogels sollen Glück bringen. Das ist Grease Salzstreuer. Aber wo habe ich den Pfeffer hingestellt? Fehlt mir bestimmt auch noch. Ich frage mich jeden Tag, ob meine Entscheidung richtig war. Okay. So viel dazu. Ja, dann. Weiter geht's zur zweiten Mission. Kobo. So weit, so gut. Was ist das? Landen wir. Also BD-1 sieht schon ein bisschen creepy aus, so. In dem Zustand. Systemausfälle im ganzen Schiff. Wir schauen mal. Unterlichttriebwerke werden neu gestartet. Sehr gut, Kumpel. Oh. Wir schaffen es. Wie heißen sie? Ich bring sie hier raus. Sandjäger. Nee. Festhalten, Lede. Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Weil ich die ganzen Klamotten, wo ich in Teil 1 freigespielt habe. Das muss der Außenposten sein. Ja, was, genau. Stimmt. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina. Stimmt. Okay. Ich glaube, Obi-Wan hatte die Sandjäger genannt oder so, ne? Tadam. So. Okay, kein Loot. Gehen wir mal kicken, wa? Es ist so ruhig. Bravo, hätte das gefallen. Na los, Kumpel, wir haben einen weiten Weg vor uns. Ja, erstmal noch ganz Loot kaum gucken. Nix da, okay. Aber schöne Grafik hier, schöne Vegetation und so. Ne, das waren Tuskenräuber, die er Sandleute nennt. Ah, okay, gut. Ja, das war mir alles schon etwas länger her. Muss bedenken, Teil 1 kam raus, als ich geboren wurde. Ich sehe mir das mal genauer an. Also habe ich das als Kind schon geguckt. Drücke R. Es während das BD-Visier aktiv ist, um BDs Fernglas zu benutzen. Oh. Ja, ne? Coole Grafik. Aber ich will unbedingt das Raytracing aktivieren.
Vielleicht ist OBS ja gar nicht deswegen abgestürzt. Soll ich es riskieren? Okay. Das ist mal ein Riesenvieh. Ja, das ist ein... Wir haben unser Ziel, also nichts wie hin. Riesenvieh, ja. Komm, schließen. Hallo, B ist schließen. Wenn du den Cursor über einen Pin bewegst, kannst du eine Position auf der Holo-Karte anzeigen. Ja, ein Riesenvieh. Okay. Was meinst du, wie geil das aussieht, wenn das Raytracing oder das Path Tracing aktiviert ist? Oh Mensch. Ärgerlich. Das letzte Mal, dass ich einen Luca-Hulk gesehen habe, war auf Bracca. Das ist lange her. Prof, was würdest du jetzt sagen? Los! Boah, und im August kommt Star Wars Outlaws raus. Das wird bestimmt auch mega geil. Oh, da liegt was. Da leuchtet was. Ah, Glühwürmchen. Das wäre jetzt im Raytracing richtig schön. Bin ich mir sicher. So sind es halt nur Screen Space Reflections. Was bedeutet, es wird nur gespiegelt, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Mal aufgepasst, ich gucke jetzt mal nach unten. Dadurch verschwindet der Berg oben aus dem Sichtfeld und dann dementsprechend auch aus der Spiegelung. Dadam, weg ist er. Das nennt man Screen Space Reflections oder SSR. Wow, wow. Verrostet, wie alles andere hier. Sei doch nicht so negativ. Okay. Alter. Nicht erschrecken. Okay. Da oben hockt wieder so ein komisches Vieh. Ich muss erstmal ein bisschen gucken. Ja, ich weiß, dass ich da hoch kann. Ja, komm. Halten wir einen Moment an. Habe ich einen Punkt? Nee, ne? Nee. Training. Lehrenausbildung ist jetzt verfügbar. Okay. Gibt es einen Erfolg? Ist da jemand? Tadam. Bitte identifizieren. Davon kommt noch mehr. Okay. Die roten kann man nicht blocken, ne? Ich vergaß. Ich hab doch geblockt eben. So blocken, bis Kerl keine Ausdauer mehr hat. Keine Chance gegen mich.
Komm doch, komm doch. Hat Kerl keine Blockausdauer mehr, ist er vorübergehend betäubt und verwundbar. Okay. Oh, das dauert aber lange hier. Komm, greif mich an. Okay, wir können ja jedes Mal, wenn wir da einen Fähigkeitspunkt einsetzen, können wir ein Training machen. Dann haben wir das bis zum Ende wahrscheinlich fertig. Und kassieren den Erfolg dafür. Da wird es ja sicherlich einen geben. Noch zu. Dann gehen wir mal da hoch, töten das Viech. Oder auch nicht. Tadam. Cool. Neue Mütze. Für BD1. Nein. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Okay. So. Warte mal. Hier ist das Wasser, ne? Wollen wir uns das Wasser mal eben angucken? So, jetzt haben wir nämlich kein Screen Space Reflection. Ja, was wir eben geguckt haben. Der Fels, der nicht mehr im Bild war, war weg. Und jetzt sieht man ihn weiterhin. So, das ist dann auch auf einigen Materialien noch zu erkennen. Ah. Okay. Wir hatten gar nicht gespeichert, ne? Weil die Viecher da oben noch sitzen. Oder? Ah doch. Okay. Die sind nur wieder respawned. Trotzdem gucke ich mal, ob in der Kiste noch was drin ist. Ja. Okay. Dann speichern wir jetzt. Dann müssen wir nicht jedes Mal die Kiste holen, wenn das Ding abstürzt. Ausruhen. So. Komm schon, Kumpel. Auf geht's. Das sind die Befehle. Roger, bald, Eindringling.
Kampfdruiden. Idiot. Roger, Roger. Steinchen. Oh, jetzt konnte er schmeißen. Sehr gut. Ihr seid doof. Sieht nämlich aus wie die Separatisten, an die ich mich erinnere. Bedlam Raider? Wo ist Grease da bloß reingeraten? Schön. Schick, schick. Oh. Hey, hey, hey. Dieses Ding an. Grease wohnt wirklich an einem interessanten Ort. Ja, schon groß. Vergessen, wie geschwätzig die sind. Gute Arbeit. Das wird etwas Zeit sparen. Trotzdem will ich mal gucken, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Aha, da ist doch was. Es steht fest, dass diese Droiden neue Meister haben. Oh. Oh nein. Das ist echt viel Teer. Sei vorsichtig. Senken. Ah, nichts wie weg hier. Ja, unangenehm. Sonst ist hier aber nichts zu holen, ne? Nee. Okay. Dann los. Das ist wirklich nicht angenehm. Oh, ich komme da nicht hoch. Oh. Alter. Okay. Kann ich das Ding irgendwie bewegen? Das Ding kann ich bewegen. Okay, die explodieren also. Gut zu wissen. Das klingt nicht gut. Say what? Gut gemacht. Ja, ist eine Rollmine. Hab schon verstanden.
Dann müssen wir doch irgendwie da hoch. Ah, guck mal da hinten. Okay. Ah, gedrückt halten. Beautiful. Treibe ich mich denn hier rum? Kann ich da balancieren? Nein. Schnipp. Was mit dir, Junge? Was hast du zu blöken? Ein aufgelaufenes Schiff? Was du nicht sagst. Wünschte, wir könnten helfen. Aha, ein anderer Bart. Sachen gibt's. Das ist viel. Wir kommen definitiv näher. Ich glaube, ich sehe einen Ausgang gleich hinter der Kreatur dort. Bleiben wir in Bewegung. Ah, da wollten wir eigentlich rüber, da unten, ne? Hm. Gucken wir mal. Nein. Roger, Roger. Oh, das ist wieder so ein Vieh. Bedlam Raider. Aber du bist ein Druide und musst es nicht. Ravis sieht es. Deshalb folge ich ihm. Folgen wir ist das das Ding, wo wir hinwollen? Warte mal. Anführer. Und das werden diese Prospektoren nie haben. Am Ende werden sie es verstehen. Eigentlich wollten wir dahin, ne? Welche von ihnen übrig sind. Nee. Bewacht den Bereich. Da kamen wir her. Die Leiche liegen. Alle sollen sehen, was hier passiert ist. Verstehen? Ah, doch, dann wär's hier rüber gegangen. Okay, der Weg da unten, den haben wir jetzt verpasst. Macht ja nichts. Kämpfe mit mir! You've got a fight for your right. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schaden. Ein Toffel! Einen wunderschönen guten, was haben wir? Nachmittag. Ne? Alles gut? Sea of Thieves lässt sich leider nicht starten heute. Gar nichts aus dem aus der Xbox-App. Außer das, weil es sich ja auf die EA-App bezieht. Von daher, ja, könnte man schon auf Abend verbuchen, ne? Hast schon recht. So 17 Uhr ist so Messers Schneide quasi. Razor's Edge. So. Achso, wir haben ja gesagt, bei jedem Punkt machen wir ein Training, dass wir das auch hinkriegen. Reflektieren, ablenken. Drei Gegner mit reflektierten Bolzen ausschalten. Okay. Einer. Zwei. Duda. Am Radio. So.